Neubau für Umkleidekabinen, Sanierung des Sportlerheims mit großem Mehrzweckraum, neuer Kunstrasen und neuer Belag für die Laufbahn. Das HW Leasing Stadion in Wismar-Wendorf investiert in die Zukunft. Am 6. Oktober wurde der Grundstein für das Millionenprojekt gelegt. Mit dabei Akteure aus Bundes- und Kommunalpolitik, Vereine aus der Stadt wie die HW Leasing GmbH und natürlich der PSV. 3,7 Millionen Euro fließen in das Gesamtbauvorhaben. Wir werden Räume vorfinden, zum einen rein für die Sportler, für Gastmannschaften. Wir werden Räume vorfinden, wie die Geschäftsstelle, die jetzt noch ausgesourcet ist. Wir werden vor allen Dingen Möglichkeiten haben, auch behindertengerechte Zugänge zu den WCs und Sanitäreinrichtungen zu haben. Wir haben ein Stück weit in die Zukunft geplant, was die Solar- und die Nachhaltigkeit angeht. Eine Zeitkapsel wurde mit Bauplänen, der aktuellen Tageszeitung Münzen, Wimpel und einem Schnapsglas von den Fußballern, einem Staffelstab mit Medaillen von den Leichtathleten sowie Mini-Boxhandschuhe gefüllt. Der Bund steuert rund 1,7 Millionen Euro bei, der PSV 100.000 Euro. Auch die Hansestadt Wismar beteiligt sich finanziell. Die HW Leasing GmbH unterstützt das Bauvorhaben ebenfalls. Wir unterstützen ja generell den PSV, die verschiedenen Sparten. Also wir unterstützen fast alle Abteilungen und den PSV insgesamt. Ja, das Stadion heißt auch HW Leasing Stadion. Na klar, wir geben auch da was dazu. Und wir freuen uns natürlich, dass die Mittel entsprechend auch gut weiterverwendet werden. Der Neubau für die Umkleiden feiert bald Richtfest. Zwischen Mai und Juni 2024 ist das Gebäude bezugsbereit. Teil 2 des Vorhabens bilden die Sportflächen von Mai bis September 2024. Der Kunstrasenplatz wird in dieser Zeit komplett ausgetauscht, die Laufbahn erneuert. Im dritten Abschnitt wird das Vereinsheim ab Sommer 2024 saniert. Hier soll dann die Geschäftsstelle ihren Sitz haben. Der PSV leistet mit seinen rund 700 Mitgliedern engagierte Vereinsarbeit für die Stadt. Durch das Bauvorhaben möchte der Sportverein weitere Sportabteilungen gründen und mehr Mitglieder gewinnen.